Hi, also nachdem das letzte Video im Homehive-Tutorial mit der Zellenvermehrung immer genau da abgeschnitten war, wo sozusagen meine Kamera dann aufgehört hat, habe ich gedacht, ich mache euch jetzt ein kleines Video nochmal ganz speziell zu genau dieser Thematik. Allerdings jetzt nicht mit meinem Homehive-Königin-System, sondern mit den ganz normalen Apideas, die ich tatsächlich noch gerade als Übergang habe. Solange wir noch nicht genügend Homehive-Königinnenbeuten haben, muss ich noch die Apideas benutzen. Trotzdem ist der Prozess Pi mal Daumen gleich. Der einzigste Unterschied ist, hier muss ich das Messer nehmen und Zellen rausschneiden. Bei meiner Homehive-Königinnenbeute kann ich die ganze Wabe mit ihren Weißelzellen ziehen und in die Kiste reinsetzen. Hier ist jetzt halt immer sozusagen noch ein Zwischenschritt dazugekommen. Und wie der jetzt geht, den zeige ich euch heute Morgen. Haben wir hier die Königin rausgenommen. Das heißt, die Bienen wissen jetzt noch gar nicht, dass hier die Königin fehlt, weil 24 Stunden dauert das. Wenn ich heute die Königin rausnehme, dann sind erst 24 Stunden später alle Pheromone der Königin weg und erst dann ist das Bienenvolk weißellos. Hier in der Sachlage haben wir jetzt ein Volk, wo ja definitiv Eier und Larven und eigentlich sonst auch alles drin hat. Das ist ein intaktes Miniaturbienenvolk. Die muss man übrigens genauso pflegen wie alle anderen Völker auch. Je kleiner, desto meistens pflegeintensiver sind die sogar, weil man einfach den Raum auch immer gut berechnen muss, eingrenzen sowie auch eben den Raum erweitern. Ja, so eine Wabe ist natürlich jetzt bestens dafür geeignet. Schütteln will ich die jetzt nicht, weil es unnötig, aber wir müssen hier ein bisschen von ihren Zellen kaputt machen, weil wir brauchen einfach Platz für die Weißelzellen von dem anderen Volk. Diese Genetik möchte ich nicht vermehren. Ich möchte die Genetik von diesem Bienenvolk vermehren. Und wenn ich jetzt hier geschlossene Weißelzellen reinimpfe in dieses kleine Miniaturbienenvolk, kommt trotzdem der biologische Prozess in Gange, dass wenn die Bienen morgen weißellos werden, diese Tiere ihre eigenen jüngsten Larven nehmen, um Nachschaffungszellen zu bilden. Und wenn ich nicht möchte, dass mir diese Weißelzelle dann von den Bienen sozusagen rausgeräumt wird, dann muss ich tatsächlich morgen, übermorgen, spätestens nach 3 Tagen, dieses ganze Bienenvolk hier durchgucken und jede Nachschaffungszelle abdrücken. Sonst sind die echten Weißelzellen nachher in Gefahr. Diesmal, ihr seht, ich gucke immer jetzt auf mein Handy drauf, dass wir den Winkel auch hier richtig einstellen können. So, ich glaube, jetzt habt ihr eine gute Sicht, ne? Okay, sollte passen. Also, Klappe auf von dem Muttervolk, wo wir vermehren wollen. Und ich mache mal mit der Kamera ein bisschen nochmal genauer hin. Ist gar nicht so einfach mit der Kopfkamera. So, seht ihr hier das? Eine Weißelzelle, noch eine Weißelzelle. Und um die zwei geht es jetzt heute. Die schneiden wir nämlich jetzt einfach raus. Und jetzt habt ihr die volle Sicht zu meinen Tätigkeiten, wo ich das letzte Mal gemacht habe, bei dem Homehive-Tutorial. Genau dasselbe gemacht, nur mit einem Unterschied. Der Kamerawinkel war nicht richtig eingepeilt. Zelle Nummer 1, Hammer. Und wenn ihr jetzt so nicht wisst, wohin mit so einer Zelle, weil hinlegen ist keine gute Idee, kann man die kurzzeitig in den Mund stecken. Da ist die natürlich sicher und warm. Also nicht aufessen, aber einfach nur festhalten mit den Lippen. Dann habt ihr nämlich beide Hände frei. Wir sollten natürlich eigentlich keine Löcher in Bienenvölker reinmachen, das ist nicht gut. Also keine Löcher ins Wabenbau, weil die Biene das nicht wirklich reparieren kann.
Aber wenn es jetzt gerade um das Thema Zellenimpfen geht, dann ist es doch eigentlich die vernünftigste Methode. Hier sieht man jetzt auch schon wieder die Unterschiede zwischen meiner Bienenhaltung und der konventionellen Bienenhaltung. Ein konventioneller Imker bei einer normalen Königinzucht würde niemals das tun, weil eine Königin wird das nicht überleben. Und warum ich hier immer mehr wie eine Zelle reinmache, ist einfach den Bienen die natürliche Selektion zu ermöglichen. Ich möchte allerdings jetzt speziell von dem Volk hinter mir noch ein paar mehr Königinnen nachziehen, deswegen mache ich jetzt hier nicht noch mehr Zellen rein. Da könnte man theoretisch 4 Zellen, also auf diese Volksgröße wären 4 Zellen okay. Nachschwärme können theoretisch passieren, sind aber bei den kleinen Miniaturbienenvölkern, wie gesagt, es ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich. Und selbst wenn es einen Nachschwarm gibt, muss ich halt immer sagen, die Selektion ist viel wichtiger für gute Königin. Das war's jetzt schon mit dem Video. Hier wird die Klappe wieder geschlossen. Wir haben hier noch mehr als genug Zellen drin. Das sind übrigens tatsächlich keine Schwarmzellen, sondern das sind Nachschaffungszellen. Ich zeig das nochmal. In dem Home-Hive-System haben die Bienen die volle Möglichkeit, ihr Potenzial in der Biologie auszuschöpfen. Und das ist der Grund, warum wir tatsächlich nicht Nachschaffungszellen in der Mitte der Wabe haben. Weil das hat letzten Endes mit der Biene nicht viel zu tun. Das sind die Imkersysteme, auf die die Fachbücher und auf die die Forschungen laufen, die dann eben sagen, dass wenn die Bienen eine Königin nachschaffen, die dann in der Mitte vom Brutnest ist. Ja, das stimmt auch, wenn das System das eben bedingt, nur wenn wir den Bienen eben freien Lauf lassen und den Bienen diese Möglichkeit geben von hängenden Naturwaben, dann hat das Bienenvolk die volle Möglichkeit, auch eine Larve an der Seite umzubauen zu einer wunderschönen Weißelzelle, die dann in dem Fall keine Schwarmzelle ist, sondern tatsächlich eine Nachschaffungszelle, aber optisch 1:1 identisch aussieht. Und das Bienenvolk hier kommt jetzt wieder an den Ursprungsplatz zurück. Und da lassen wir sie fliegen. Und wie gesagt, in 2 bis 3 Tagen gehe ich hier hin und werde alle Gesundheit und werde alle Nachschaffungszellen rausnehmen, damit die 2 geimpften Schwarmzellen auch eine Chance haben. Natürlich ganz blöd, wenn sowas auf dem Video landet, ist jetzt halt so. Hatte ich etwas Dreck in der Nase. Zum Glück keine Bienen. Ich mache an der Stelle Zicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.